Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass der erste reguläre Termin ausgefallen ist. Aber der wird am 12. Dezember nachgeholt. Und in der nächsten Woche geht es schon weiter mit Melanie Brinkmann, die eine personifizierte Triggerrolle in der Pandemie gespielt hat. Und mit der wollen wir uns ein bisschen unterhalten, was es mit ihr gemacht hat und wie sie die Situation gesehen hat. Normalerweise hätte ich jetzt für diese Reihe eine kleine Einführung gemacht, denn es soll in diesem Jahr um Polarisierung gehen. Ich mache es ganz kurz und um Ihr Vorstellungsvermögen ein bisschen anzuregen. Sie können sich sicherlich vorstellen, eine Dachdeckermeisterin, die 38 Jahre alt ist und aus Cottbus kommt, die darauf besteht, dass sie vom Beruf Dachdecker ist. Die findet dieses hörbare Sprechen mit der Lücke ziemlich affig und ist auch der Auffassung, dass die Rundfunkgebühr, die sie zu entrichten hat, ein Zwangsbeitrag ist. Aber, und das ist das Interessante, sie hat mit vollem Herzen bei der letzten Bundestagswahl SPD gewählt. Sie können sich auch einen Psychoanalytiker vorstellen, der 60 Jahre alt ist, im Taunusbereich wohnt und es für einen zivilisatorischen Fortschritt hält, dass die Sexualität, die nicht-binäre Geschlechtlichkeit zu einem öffentlichen Thema geworden ist. Also er hält das für einen zivilisatorischen Fortschritt. Aber er ist für die CDU im Stadtrat. Auch das gibt es. Und Sie können sich auch eine Erstwählerin aus einem Professorenhaushalt vorstellen, der katholisch orientiert ist und die letzte öffentliche Äußerung von Greta Thunberg für Judenhass gehalten hält und seitdem mit Fridays for Futures nichts mehr zu tun haben will. Das sind Situationen, die, glaube ich, in dem Buch von Steffen Mau eine gewisse Rolle spielen können, nämlich die Frage der Syndromannahme, die wir möglicherweise im Alltagsleben oft machen, indem wir etwas hören und etc. sagen. Wir hören, sagen, wer schimpft auf die, früher sagte man, auf die GEZ, da ist schon die AfD irgendwie nahe. Ne? Oder wenn jemand sagt, also diese Sache, also ich lasse mich nun wirklich nicht irgendwie dazu zwingen, zu gendern oder warum die beim ZDF oder noch schlimmer beim Deutschlandfunk alle diese Genderei machen, das ist doch grässlich. Auch das ist kein Anzeichen dafür, dass jemand nicht für eine sozialdemokratisch modernisierte Politik eintritt und möglicherweise sogar Olaf Scholz für einen tollen Bundeskanzler hält. Um solche Art von Problemen wollen wir uns in den nächsten vier Sitzungen ein bisschen bemühen, um zu fragen, auch uns selber zu fragen, Sie selber zu fragen, sind Sie Teil von Polarisierungsdynamiken in unserer Gesellschaft? Was halten Sie eigentlich davon? Haben Sie Angst vor Polarisierungen? Also, dass man versucht, dass wir versuchsweise uns der Sache so nähern, dass wir Ihre Vorstellung und Ihre Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen, im Grunde indirekt versuchen auch anzusprechen. Und ich kann mir eigentlich für unsere erste Veranstaltung, eigentlich keinen besseren vorstellen als Steffen Mau, der gerade just zu diesem Thema, stimmt das eigentlich alles mit der Polarisierung und können wir möglicherweise Polarisierungseffekte identifizieren, ohne eine starke Polarisierungstheorie zu haben. Ein empirisch gehaltvolles Buch mit zwei Kollegen zusammen vorgelegt hat.
Steffen Mau ist Jahrgang, damit Sie so wissen, ist Jahrgang 68 und ist in Rostock geboren. Und aus einem Buch von ihm wissen wir, dass er in Rostock-Lüttenklein geboren ist und nicht in Rostock-Lichtenhagen. Und versucht hat, in diesem Buch, von dem Sie sicher alle schon mal gehört haben, Lüttenklein, im Grunde ein Staatsvolk der kleinen Leute, wie Günter Gauss das mal genannt hat, der vor Ort zu beschreiben. Wie geht eigentlich das Staatsvolk der kleinen Leute? Wie ging das eigentlich vor Ort? Und was bedeutet das eigentlich dann, als dieses Staatsvolk in den Strudel der Wende hineingegangen ist? Und ist da eine, was ist da für ein Ostdeutschland aus dieser Situation entstanden? Darüber hat er in Bezug auf seine eigenen Erfahrungen Bericht erstattet. Ich finde das ein absolut großartiges Buch, was viele Diskussionen auch in Ostdeutschland angeregt hat. Und es ist durch die ganzen Veränderungen, die wir jetzt global gerade vor uns haben, ein bisschen aus dem Blickpunkt geraten, dass wir ja mal vor 3 Jahren eine Rethematisierung des Ostens hatten, unter der Erfahrung, dass es einen spezifischen Ansatz des Lebens geben kann, die mit der Erfahrung, ostdeutsch zu sein, zu tun hat. Das war ja eine öffentliche Debatte, die eine große Rolle gespielt hat, die jetzt gerade noch mal in der Literatur bei dem letzten Buchpreis wieder eine Rolle gespielt hat. Aber das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber es spielt immer noch eine große Rolle. Steffen Mau versucht, Soziologie als eine Art von öffentlicher Aufklärung zu praktizieren. Er ist ein Soziologe, der mit seinen Arbeiten, die aus der Wissenschaft, aus der Forschung, aus der Disziplin heraus entstanden sind, in Kontakt mit einem Publikum zu kommen und die Soziologie auch als eine Publikumswissenschaft zu verstehen und nicht nur als eine Fachwissenschaft. Diese beiden Seiten, wenn Sie wollen, die intellektuelle Seite und die fachwissenschaftliche Seite von Menschen, die Soziologie betreiben, zu bedienen. Wir kennen uns, wir vermuten vor 30 Jahren zum ersten Mal getroffen. Das war in Florenz, einem europäischen Hochschulinstitut. Da hat Steffen Mau seine Promotion, glaube ich, fertig gemacht und beendet. Die ging über die moralische Ökonomie des Wohlfahrtsstaates. Er war dann Juniorprofessor an der Universität Bremen. Er war dort Professor auch an der Universität Bremen und ist seit 2015 Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität. Und die wichtigen, er hat eine ganze Reihe von, wenn man so will, von Büchern mit einem gewissen interventionistischen Gehalt geschrieben. Das erste war, wenn man die Reihe aufmacht, war Lebenschancen, wo es um die Frage geht, wohin driftet eigentlich die Mittelschicht. Dann kam das metrische Wir. Da geht es um die Frage, ob wir neue Arten von Bewertungssystemen über Vermessung von Verhalten und Auffassung in unseren Gegenwartsgesellschaften haben, die auch über Lebenschancen wiederum entscheiden. Also er hat im Grunde das Lebenschancenthema dann nochmal weitergeführt und hat dieses Lebenschancenthema in noch einem weiteren Zugriff 2021 aufgegriffen, als er über die Smart Borders versucht hat, uns Bericht zu erstatten, also um die neuen, unter der Überschrift von Sortiermaschinen, die neuen Grenzen des 21. Jahrhunderts uns deutlich zu machen, uns Leserinnen und Lesern deutlich zu machen und damit auch klarzukriegen, dass die wunderbare Öffnung, die viele von Ihnen erleben, auch eine dunkle Seite von Schließungen hat. Und jetzt also dieses Buch zusammen mit Thomas Lux und Linus Westhäuser, Triggerpunkte, Ungleichheitskonflikte in der Gegenwartsgesellschaft. Wir kennen uns schon so lange, deshalb duzen wir uns. Vielleicht ganz zu Anfang. Du wolltest ja irgendwie, das haben jetzt glaube ich alle mitgekriegt, du wolltest diese Polarisierungsthese ein bisschen überprüfen und in gewisser Weise auch aus den Angeln heben, oder?
Ja, das war schon so ein Ausgangspunkt, aber es war auch schon von vornherein klar, dass das nicht das einzige Ziel sein kann, jetzt irgendwie Thesen, die in der öffentlichen oder in der sozialwissenschaftlichen Diskussion irgendwie so florieren, dass man sich nur dagegen verhält. Ne? Das wäre ja auch ein bisschen destruktiv gewesen und das wäre vielleicht auch in so eine Art intellektuelle Rechthaberei gemündet. Ich hatte so dieses Thema, so ein Ordnungssystem mal zu schaffen oder die Überlegung zu sagen, ja, wie strukturieren sich eigentlich neue Konflikte? Das hat mich schon ein bisschen länger umgetrieben und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich eigentlich so einen systematisierenden Zugriff und jetzt verstehe ich was. Und mit Thomas Lux und Linus Westhäuser hat sich dann so ein sehr interessanter intellektueller Austausch entwickelt, wo wir auch festgestellt haben, wir haben unglaublich viele Schnittmengen an Interessen und auch unterschiedliche Kompetenzen. Und wenn wir die jetzt übereinander legen, dann kommen wir vielleicht doch nochmal zu einem anderen Porträt der Gesellschaft. Und unser Dilemma war so ein bisschen, dass wir gesehen haben, es gibt ja wahnsinnige öffentliche Konflikte. Es ist unglaublich kakophonisch, Leute zerstreiten sich. Es gibt irgendwie auch sozusagen auch einen Rechtsruck sozusagen im politischen Raum und zugleich doch eine ganze Menge auch an Konsens. Und dieses Doppelbild von existierendem Konsens in großen gesellschaftspolitischen Fragen und gleichzeitig enorm viel Dissens in der öffentlichen Kommunikation, ob das jetzt auf Podien ist oder in Studios oder ja, im Hinblick auf ja, in Zeitschriften und so weiter. Und da sieht man ja irgendwie, die Gesellschaft zerlegt sich ganz schön. Manche Leute sagen, das ist die Erregungsgesellschaft und man kann nicht mehr miteinander sprechen, der große Streit. Und da haben wir schon gedacht, ja, wie passt das eigentlich zusammen? Und das Buch ist im Prinzip so ein Versuch, jetzt nicht die Beruhigungspille rauszuholen und zu sagen, alles Friede, Freude, Eierkuchen und es ist nicht so schlimm, Polarisierung findet nicht statt. Aber auch nicht zu sagen, die Gesellschaft entzweit sich jetzt auf eine Art und Weise, wie wir das vielleicht von den Vereinigten Staaten kennen, sondern das beides zusammenzubringen und zu sagen, stimmt beides ein Stück weit. Also angespitzte, angeschärfte öffentliche Diskurse und trotzdem so etwas wie einen gesellschaftlichen Grundkonsens. Und wir haben eben festgestellt, dass viele Konflikte eigentlich erst verstehbar sind vor dem Hintergrund eines sozusagen vorgelagerten Grundkonsensus. Und mit dieser Idee der Triggerpunkte haben wir versucht, da im Prinzip so ein analytisches Werkzeug herzustellen oder bereitzustellen, um zu zeigen, wo eigentlich Konsens in Dissens umschlägt, wo eine sachbezogene Diskussion sich emotionalisiert, wo Dinge, die plötzlich eben noch ganz ruhig verhandelt werden konnten, jetzt irgendwie zu einem erbitterten Meinungsstreit führen, wo Leute vielleicht mit Türen schlagen und nie wieder miteinander reden wollen. Und das ist ja sozusagen etwas, was jeder kennt aus persönlichen Beziehungen, vielleicht jetzt auch im Kontext der Corona-Krise. Da ist ja auch viel auseinandergebrochen. Jetzt mit der Situation in Nahost, da gibt es das natürlich auch, dass Leute ja eine lange Zeit unglaublich sympathisch und auch wohlwollend sich miteinander unterhalten können. Und dann kommt es auf ein Thema und dann zerlegt es das Ganze. Und das ist eben ein interessantes soziologisches Phänomen, das wir bisher ja eigentlich nicht so richtig gefunden haben in der Literatur. Und dann haben wir eine eigene Studie dazu gemacht. Kannst du mal so ein bisschen ihr habt ja versucht, die Konflikte ein bisschen zu sortieren. Kannst du uns mal diese vier Konfliktkonstellationen, die ihr versucht habt, euch klarzumachen, noch mal kurz einfach nennen, Ja, damit wir so ein bisschen also Bescheid wissen? wenn man jetzt mal sozusagen von dieser ganzen Polarisierungsliteratur ausgeht, da ist immer die These, also klassischerweise gab es diesen ökonomischen Konflikt, das ist ein Verteilungskonflikt bei Marx eben zwischen der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse oder wir sagen zwischen oben und unten. Und jetzt tritt ein neuer Konflikt hinzu, also eine ja, horizontale Konfliktachse, die ja, so eine ethnokulturelle, da dreht sich es dann um Öffnung und Schließung, verbunden auch mit bestimmten, ja, liberalisierten Werten oder mit einer traditionalistischen Orientierung. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich ein sehr reduziertes Bild des Konfliktraums. Vielleicht kann man es ein bisschen komplizierter machen. Und wir haben so vier Konfliktarenen, wie wir das nennen, identifiziert. Und das eine ist eben dieser klassische Verteilungskonflikt, oben und unten. Da geht es eben um die
Ressourcenausstattung, um Fragen von Umverteilung, staatlich organisierter Umverteilung. Das zweite ist, was wir Innen-Außen-Konflikt nennen. Also da geht es um Fragen des Zugangs, um Migration, auch Inklusion in Sozialleistungssysteme. Also das ist alles, was jetzt heute über Migration, heute war ja ein großes Treffen zwischen dem Bundeskanzler und dem Ministerpräsidenten. Also das sind letzten Endes die Themen, die da verhandelt werden. Und da wissen wir, dass es ein stark salienter und auch aufgeladener Konflikt ist, an dem dann auch bestimmte rechtspopulistische Akteure sich da massiv beteiligt haben. Das Dritte, das sind, was manchmal so kulturelle Konflikte nennt oder Identitäts- oder anerkennungspolitische Konflikte. Wir nennen die Wir-Sie-Konflikte, weil es um spezifische, also um Gruppenbeziehungen geht. Und Gruppen müssen ja auch irgendwie identifiziert werden, benannt. Also es kann alles Mögliche sein, Rassismus, ethnische Diskriminierung, der Konflikt zwischen Ost- und Westdeutschen, zwischen Männern und Frauen. Aber natürlich auch weitergehende andere Konflikte, die sich jetzt irgendwie um eine Art von kultureller oder sozialer Identität herumdrehen. Und das vierte, das ist jetzt ein bisschen später dazugekommen, aber wir haben eben festgestellt, dass eigentlich die interessanteste Arena, die soziologisch auch noch nicht so gut erkundet, das ist die Heute-Morgen-Arena. Da geht es um Fragen von Klimawandel, Bewältigung des menschengemachten Klimawandels, aber natürlich auch Nachhaltigkeit und Generationenbeziehungen. Und wenn man so ein Ordnungssystem irgendwie anlegt, dann kann man relativ viele Einzelkonflikte um das Bürgergeld, um die Klimakleber, um Fragen von Besteuerung, wie auch immer, die sich so an einzelnen Maßnahmen um das Heizungsgesetz irgendwie festmachen, da kann man die relativ gut einsortieren. Und man sieht, dass das eben nicht isolierte Konflikte sind, sondern dass die zu einer bestimmten Themengruppe dazugehören. Mhm. Und erstmal ist das ja so eine versäulte Vorstellung, das sind Konflikte, die nebeneinander stehen, aber das bleiben wir natürlich nicht in dem Buch, aber es ist erstmal sozusagen der Versuch, mit so einer Heuristik zu fragen, haben diese Konflikte eigentlich Eigenlogiken? Oder ist darüber, ist das sozusagen so ein Gesamtkonflikt zwischen, ja, wie du es auch vorhin benannt hast, ne, irgendwie aufgeklärten Kosmopoliten, die irgendwie grün sind und sich für Grenzöffnung einsetzen und die Willkommenskultur hochhalten und sexuelle Diversität abfeiern. Und auf der anderen Seite irgendwie eine rechte Arbeiterklasse oder chauvinistische Landeier, die irgendwie einen traditionalistischen Lebensstil pflegen, auf soziale Schließung setzen und jeder Form von Diversität irgendwie skeptisch gegenüberstehen. Und da haben wir gesagt, nee, das reicht eigentlich nicht. Es gibt eben mehr Kombinatoriken, wie du das auch angesprochen hast. Und wenn man diese einzelnen Arenen nebeneinander stellt, dann kann man jeweils eigene Konfliktlogiken, auch eigene Formen von Politisierung und Depolitisierung beobachten. Und wir versuchen im Prinzip in diesen eigenen Feldern doch so etwas zu machen wie so ein Lagerungsbild, wer eigentlich gegen wen und in welcher Weise. Aber wir versuchen auch zu rekonstruieren, welche argumentativen Repertoires werden eigentlich mobilisiert. Und da kann man dann relativ viel sehen, wenn man das so macht. Und dann kam im zweiten Schritt vielleicht wieder so diese Frage der Syndrombildung zu fragen, ja, hängt jetzt irgendwie meine gesellschaftspolitische Auffassung zu sexueller Diversität mit meinen migrationspolitischen Auffassungen oder meiner Position im Feld der Klimakonflikte zusammen? Ist das wirklich so eng verschnürt? Ist das mehr oder weniger ein Einstellungssyndrom? Und da versuchen wir eben so Antworten zu geben. Du sagst, ihr nennt das Arenen. Was kann man sich da vorstellen? Meint man da Talkshows mit oder Tischgespräche oder was ist es? Also was habt ihr für eine Vorstellung, wie erscheinen eigentlich diese Konflikte? Wie geht das? Ja, erstmal sind diese Konflikte natürlich häufig öffentliche Konflikte, also die sich an einzelnen Themen entzünden oder im politischen Diskurs stattfinden oder in der medialen Darstellung. Mhm. Da werden sie zum Teil auch inszeniert. Und natürlich politische Akteure nutzen natürlich auch ihre Möglichkeiten der Inszenierung. Also die Kleber machen das ja nicht, weil das jetzt irgendwie so gut fürs Klima wäre, sich auf die Straße zu kleben, sondern weil sie damit irgendwie eine Art von öffentlicher Resonanz herstellen wollen. Aber indem wir das beobachten, gibt es natürlich eine Fokussierung der Debatte. Mhm. Jeder muss sich, ob er will oder nicht, irgendwie eine Meinung dazu bilden. Okay. Und in der Arena ist man irgendwie Zuschauer. Natürlich kann man jetzt in einem Stadion sein und unten ist das Spielfeld und man kann sich vom Spielfeld wegdrehen
und in die höheren Reihen gucken. Das machen vielleicht auch ein paar Leute, aber es ist eher der Ausnahmefall. Die allermeisten Leute gucken irgendwie aufs Spiel. Vielleicht sind sie unentschieden, weil sie sich nicht für eine Mannschaft entscheiden können, aber dann geht das Spiel, läuft so vor sich hin, es gibt irgendwie tolle Szenen, irgendwie jemand fault und plötzlich ist man irgendwie Partei. Plötzlich ist einem eine Mannschaft sympathischer oder man ist jetzt schon in der Kurve, die der irgendwie der gegnerischen Mannschaft irgendwie zujubelt und dann jubelt man da vielleicht auch. Also es gibt irgendwie eine Aufforderung zur Parteinahme in Konfliktarenen und es gibt sozusagen eine Auseinandersetzung zwischen Akteuren um etwas. Die Güter, um die da gestritten werden, ist ja nicht immer nur ein Ball, der rollt, sondern die Güter können sehr unterschiedlicher Art sein. In der Oben-Unten-Arena geht es eben hauptsächlich um ökonomische Güter, Einkommensverteilung, öffentliche Transfers und so weiter. In der Innen-Außen-Arena, da geht es eben hauptsächlich um Fragen der Aufenthaltstitel zum Beispiel, um die Inklusion in Sozialleistungssysteme. Bei der Heute-Morgen-Arena geht es eben um Umwelt- und Naturgüter. Also es gibt jeweils spezifische Güter, die diesen einzelnen Arenen auch zugeordnet sind. Bei der Wir-Sie-Arena geht es eben um Fragen von Anerkennung zum Beispiel. Ob das jetzt rechtliche Anerkennung ist oder Formen sozialer Geltung, das ist dabei relativ egal. Also wir würden eigentlich schon ein bisschen so wie Bourdieu das auch mit den sozialen Feldern macht, schon sagen, also da gibt es jeweils einen spezifischen Einsatz, um den es geht. Und es gibt auch spezifische Gruppen, um die das herumgestrickt ist. Ne? Also bei der Oben-Unten-Arena, da würde man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt darauf kommen, dass das ein Konflikt ist, der sich primär zwischen Landbewohnern und Städtern abspielt, sondern das ist irgendwie doch eine andere Art von Konfliktachse, die da zentral ist. Und bei der Heute-Morgen-Arena würde man jetzt wahrscheinlich sagen, das ist eher zwischen SUV-Fahrern und Radfahrern und so weiter. Da passt das, aber man würde wahrscheinlich nicht sagen, das ist jetzt ein Konflikt zwischen Patienten in einem Klinikum und der Leitung dieses Klinikums. Ne? Also es gibt immer spezifische Gruppen, die sowas wie Vested Interest, also starke Interessen haben in diesen spezifischen Feldern. Aber ich habe das dann richtig verstanden, es geht dann um Themen, die immer eine Art von kollektiver Relevanz haben. Also nicht nur etwas, dass ich jetzt persönlich da jetzt irgendwie von betroffen bin, sondern indem das zur Arena, also indem ich die Arena betrete, betrete ich ein Feld, wo es um Dinge geht, die im Prinzip irgendwie alle angehen könnten, ich mich da nicht raushalten kann. Also ich werde quasi dadurch zum stellungnehmenden Akt, hätte ein ganz berühmter Soziologe wahrscheinlich gesagt, werde ich irgendwie aufgefordert und sage, jetzt muss ich da irgendwas zu sagen. Ich kann nicht sagen, oder doch. Ja, man kann das schon machen, aber es gibt diese Aufforderung und die tritt einem häufig so nah, schon allein dadurch, dass diese Konflikte immer wieder auch nachgefüttert und angespitzt werden in der öffentlichen Debatte. Mhm. Man schaltet eine Talkshow an, da geht es irgendwie was, da sind unterschiedliche Parteien eingeladen, die streiten sich und irgendwie fühlt man sich ja zur Stellungnahme aufgefordert. Es gibt auch viele Leute, die sind bei bestimmten Themen indifferent, nur wenn die Themen auf bestimmte Art und Weise politisiert werden, dann sind sie plötzlich nicht mehr indifferent. Ein schönes Beispiel ist die Frage der Anerkennung sexueller Diversität. Mhm. Da haben wir alle Leute, sagen, meine Güte, wie jemand lebt, ist mir doch völlig egal. Ich bin extrem tolerant. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und dieselbe Person kann 2 Minuten später sich sehr vehement positionieren. Nämlich, wenn man zum Beispiel in so eine Diskussion hineingibt, was halten Sie davon, dass Transpersonen in Berliner öffentlichen Schwimmbädern am Freitagnachmittag 2 Stunden ihre eigenen Schwimmzeiten bekommen sollen? Da hast du in der Diskussionsgruppe 8 von 10 Leuten, denen da irgendwie die Hutschnur hochgeht, obwohl sie vorher ihre Toleranz unglaublich abgefeiert haben und gesagt haben, wir leben im Jahr 2023, who cares? Jeder kann wirklich leben, wie er möchte. Ich habe da keine Probleme, ich habe sogar Freunde, die sind pipapo. Und dann kippt das plötzlich in was anderes. Und da muss man sich ja fragen, ja, warum kippt das da eigentlich? Ja, dann nehmen eigentlich? Sie ja doch Stellung. Wie kommt das eigentlich, dass, und, wenn wir bei dem Thema bleiben, wieso sagt man nicht, na ja, gut, okay, sollen halt 2 Stunden oder so. Wie kommt das? Ja, da würden wir sagen, okay, es gibt eben spezifische Triggerpunkte oder Triggerthemen, wo Leute plötzlich rote Linien ziehen, wo plötzlich eine sachbezogene Diskussion sich emotionalisiert und wo bestimmte moralische
Grundintuition berührt oder irritiert werden. Und dann reagieren Leute besonders stark. Und wir machen dann, entwickeln in dem Buch so ein Tableau von unterschiedlichen, sozusagen, ja, so eine Taxonomie der Triggerthemen. Und eine ist zum Beispiel die Frage der Gleichbehandlung, ein typisches Triggerthema. Ja. Das kann in zwei Richtungen gehen. Sowohl Diskriminierung kann triggern. Also ich möchte eigentlich als Gleicher behandelt werden oder ich möchte, dass bestimmte Gruppen gleich behandelt werden, aber sie werden anhaltend diskriminiert. Das führt zu politischen Leidenschaften. Da kann man sich stark drüber aufregen. Aber umgedreht ist auch die Vermutung, dass es zu so etwas kommt wie einer Privilegierung, extrem stark triggernd. Da würden die Leute denken, die sehen dann vor sich, dass sie sich da drängeln müssen, irgendwie 20 Leute in einer Bahn, jemand schlägt immer beim Kraulen einem auf die Mütze und dann kommen da irgendwie drei Transpersonen und die dürfen da ganz alleine Freitagnachmittag schwimmen. Und da denkt man, das ist ein ungerechtfertigtes Privileg und regt sich dann darüber auf. Mhm. Es gab dieses jüngste Beispiel des Konflikts um eine Ausstellung zum Kolonialismus in dieser Zeche Zollern, ja, in dem Museum. Und da ging es um eigene Zeiten, wo schwarze Personen alleine die Ausstellung besuchen konnten. Da gab es dann Demonstrationen und auch Polizeischutz. Da haben sich Leute unglaublich drüber aufgeregt. Natürlich, niemand von denen hatte je was von dieser Ausstellung gehört. Die wären auch nie hingegangen, natürlich. Aber trotzdem ist sozusagen diese Vorstellung, alle haben die gleichen Öffnungszeiten so stark eingeprägt, dass sie sich glauben, sie müssten sich darüber echauffieren. Und dann kann man ja fragen, ja, wie framet man das eigentlich? Ne? Man könnte ja auch sagen, es ist jetzt keine Öffnungszeit innerhalb der regulären Öffnungszeit, sondern man macht einfach die reguläre Öffnungszeit ein bisschen kürzer und macht hinterher extra Öffnungszeiten. Dann hätte das diese moralische Grundintuition der Gleichbehandlung irgendwie nicht verletzt. Und da gibt es ganz viele Beispiele, die man da finden kann. Also das ist so ein Typus, ein Komplex von Triggern. Es gibt auch andere, wo man also Verhaltenszumutungen zum Beispiel oder wenn Leute so Entgrenzungsbefürchtungen haben oder Normalitätsverstöße, was wird eigentlich als normal anerkannt oder was sagt eigentlich der gesunde Menschenverstand, da reagieren Leute auch relativ stark drauf. Und wir haben im Prinzip in unseren Untersuchungen immer versucht, diese Punkte genau rauszuarbeiten und zu zeigen, wo es eigentlich diesen Kipppunkt gibt, wo plötzlich das sozusagen dieses, ja, ich bin da irgendwie ganz sachlich und habe auch eine vernünftige Meinung, bin ja auch ein moderner Mensch, wo das plötzlich in so eine vehemente, zum Teil ja, reaktanzförmige Ablehnung kippt. Also ich habe mir das alles genau angeguckt, gerade in diesem Kapitel, und ich dachte mir, worum geht es eigentlich? Und jetzt da immer. Und im Grunde habt ihr da auch eine Antwort drauf gegeben, meiner Ansicht nach. Es geht offenbar um so ontologische Basisannahmen, die wir alle irgendwie teilen, die dann plötzlich durcheinander geraten. Also zum Beispiel, wir haben ja diese ganze Debatte, es gab ja auch eine Person, die in Berlin gesagt hat, sie habe das Recht, ohne als Frau oben ohne zu baden. Und dann haben die Bäderbetriebe da auch darauf reagiert. Das Argument war interessanterweise, wie du sagst, Gleichbehandlung, ein Gerechtigkeitsargument. Und ich habe dann immer gedacht, hat das denn nur was mit Gerechtigkeit zu tun, was man nun anzieht in einer Badeanstalt? Das ist doch sowas, was man so Sitten und Gebräuche nennt. Also, dass man irgendwie nicht mit der Hand isst, sondern mit Messer und Gabel isst. Das hat doch noch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Das hat doch noch nicht irgendwas mit Rationalität zu tun. Also völlig, es hat doch keine Rationale, also dass man mit Messer und Gabel isst. Es hat doch keine Rationalität. Und es hat auch keine Rationalität, dass Männer jetzt alle diese etwas langen Badehosen anziehen und nicht mehr diese knappen Badehosen anziehen. Das ist nicht rationalisierbar. Man kann jetzt nicht sagen, weil du so eine lange, das geht nicht, weil ich habe ja nur kurze und kann mir keine lange kaufen. Also würde man sagen, ja, sag mal, hast du sie noch alle? Also weil es um etwas anderes geht, nämlich um Sitten und Gebräuche. Und ist das, wenn es dann das Gerechtigkeitsargument, also Gleichbehandlungsargument gibt, könnte es dann nicht sein, dass wir irgendwie a misplaced Frage nach Gerechtigkeit auch eine Rolle spielt? Also wie kann man mit über Gerechtigkeit, über Sitte und Anstand, es geht nicht. Das ist kein Thema für Gerechtigkeit, oder doch?
Ja, ich würde jetzt auch nicht alles sozusagen diesem Gerechtigkeitsparadigma unterordnen. Also diesen Fall würde ich auch erklären mit Normalitätsverstößen. Also das ist bestimmte Erwartungen an das Übliche, an eine bestimmte Konvention, an das, wie es immer gemacht worden ist, gibt. Und wenn es da Entwicklung gibt, Veränderung, das ist natürlich nur ontologisch in dem Sinne, dass alle Gesellschaften so etwas haben, aber natürlich nicht ontologisch im Sinne der aktuellen Ausprägung, denn das verändert sich natürlich dramatisch, klar. Wie lang die Badehose sein darf oder muss. Und da gibt es eben Konflikte darum, was als normal anerkennt. Gibt es da Konflikte? Ja, drin? Natürlich. Sozusagen das Baden oben ohne zu sagen, und das haben wir auch in unseren Gruppen, dieses Beispiel wird ja auch da intensiv diskutiert, dass es eben Leute gibt, die sagen, okay, Männer mit schwabbeligen Brüsten, die sozusagen gar nicht anders aussehen als manche Frauenbrüste, die dürfen das. Ja, aber dann zieht man es ja auf eine Ebene von Rationalität. Ja, aber da wird dann zum Beispiel auch so eine Frage der Gleichbehandlung, wird da reklamiert. Aber ansonsten sind das dann immer Fragen, die als und unter dem Signum von Devianz irgendwie verhandelt werden. Ne? Also es gibt legitime und illegitime Formen der Abweichung und die Leute mobilisieren dann das, was sie gesunden Menschenverstand nennen, um sich dagegen oder dafür zu positionieren. Und das ist sozusagen ein Teil auch von Triggerpunkten. Und immer wenn das verletzt wird, also das macht man nicht oder das haben wir noch nie gemacht oder so etwas kenne ich nicht, das ist auch eine typische Reaktionsweise, wenn es solche Triggerthemen eben gibt im öffentlichen Diskurs. Und bestimmte Sachen werden eben genau deswegen abgelehnt. Aber das ist eben eine fließende Entwicklung. Natürlich, wenn man jetzt 30 oder 50 Jahre zurückguckt, hat man ganz andere Dinge als normal und üblich angesehen. Das heißt, es ist auch jetzt nicht ungewöhnlich, dass es darum Kämpfe gibt, ne? Also Geltungskonflikte darum, was eben anzuerkennen ist und was man möglicherweise nicht anerkennen sollte. Nur ein einziger Punkt noch, und dann lassen wir es. Nochmal, Norbert Elias würde das in eine Theorie von Zivilisationsprozessen erfassen, sowas, Schamgrenzen, wie man sich anzieht und so weiter und so weiter. Und jeder kennt das, wenn Kinder so nachfragen, warum muss ich mit dem, warum muss ich das, dann sagt man irgendwann, weil es so ist, fertig. Weil man hat keine Gründe, man kann nicht sagen, wieso muss ich, warum soll immer so ein Ding da liegen, Serviette, und das soll auch immer gebügelt sein. Es muss auch gebügelt, ja, warum muss das gebügelt sein? Nein, muss nicht gebügelt sein. Aber wir bügeln das halt so. Es hat keinen rationalen Grund. Man kann das nicht rational begründen. Und jetzt könnte man sagen, wenn jetzt sagt, ja, jetzt ich will aber auch jetzt ungebügelt sein. Nein, du, hier im Haus wird gebügelt. Fertig. So. Und dann, und damit wird der Hinweis gegeben auf eine zivilisatorische Disziplin, die nicht begründbar ist. Das ist ja der Punkt. Eine nicht begründbare zivilisatorische Disziplin. Und dann würde ich sagen, vielleicht ist man deshalb so erregt, weil die Leute sagen, ja, es ist nicht begründbar, aber es ist trotzdem eine disziplinierende Aufforderung. Und also mein letzter Punkt ist, gibt es nicht so eine Verwilderung des Gerechtigkeitsargumentes? Auf den letzten Punkt gehe ich erstmal nicht ein, aber was interessant ist, dass im Prinzip die Verteidiger der Status quo genau die Art von Argument hervorbringen, die du hervorbringst. Ja, klar. Ich bin ja auch ein älterer Herr. Dass die sagen, das muss ich doch nicht weiter erklären. Nee. Das ist doch schon immer so gewesen. Das haben wir schon immer so gemacht. Wie das bei sich. Das heißt, diejenigen, die das herausfordern, sind eigentlich so ein Stück weit in der Bringschuld, die besseren oder Argumente zu liefern. Wenn du sagst, das kann gar nicht argumentativ oder rational verhandelt werden, dann könnte man das abschließen. Aber was wir beobachten können, ist, dass es auch so etwas gibt wie soziales Lernen. Wir hatten das auch in einer Diskussionsgruppe, dass eine Person eben über persönliche Erfahrungen im familiären Umfeld mit Transpersonen gesprochen hat und die Diskriminierung sehr bildreich, auch gerade beim Baden und so weiter, dargestellt hat. Und dann hören sich das andere Leute 10 Minuten an und nicht alle, aber einige fangen dann an zu nicken. Und die verstehen dann plötzlich, weil die andere Person aus einem sozialen Kontext, aus einer sozialen Erfahrung heraus Dinge sichtbar machen kann, die denen, die sich bisher nie damit beschäftigt haben oder die
bestimmte Privilegien als Natur gegeben haben, die die bislang sozusagen im toten Winkel hatten. Und das sichtbar zu machen, das ist natürlich auch irgendwie ein argumentativer Prozess. Und darum geht es eigentlich. Ne? Also es ist nicht einfach so, dass man sich darauf zurückziehen kann und sagen, das war immer so. Und so ist ja auch viel in der Identitätspolitik, ne? Dass man nicht nur sagt, es geht um gleiche Rechte, sondern es geht häufig auch darum, überhaupt zu verstehen, dass bestimmte institutionelle Arrangements in ihrer DNA auf eine Art und Weise Privilegien vergeben oder festschreiben, dass man sozusagen sie insgesamt umbauen müsste und nicht nur sozusagen diejenigen, die jetzt noch dazukommen, irgendwie eingemeinden müsste in dieses Normalmodell. Und darum drehen sich viele Konflikte, ob das sozusagen weitergehende Geltungsansprüche, die auch bestimmte sozusagen Zentralparameter unserer gesellschaftlichen Ordnung berühren, mit einschließt, oder ob es darum geht, dass diejenigen, die jetzt irgendwie noch inkludiert werden wollen, ja einfach unter sozusagen in das Standardverfahren eingegliedert werden. Mit Messer und Gabel. Ja, aber gut. Und das sind sozusagen ganz zentrale Konflikte, um die es da geht. Und deswegen reden auch diese unterschiedlichen Gruppen häufig aneinander vorbei, weil das eben zwei Ebenen sind, auf denen das verhandelt wird. Das eine ist viel, viel weitergehender. Da wird letzten Endes auch das, was so Usus ist oder die etablierte Lebensweise selbst mit in Frage gestellt. Also ich mache jetzt nochmal ein Beispiel. Also man könnte jetzt sagen, sozusagen Recht auf Ehe für homosexuelle Paare. Mhm. Würde man jetzt sagen, das ist erstmal eine Stärkung der Ehe, weil das sozusagen Homosexuelle jetzt in eine sehr konventionelle Lebensform der wechselseitigen und auch staatlich lizenzierten Treueverpflichtung und auch Absicherung letzten Endes hinein wollen. Und dann gibt es Leute, die sagen, dieses gesamte Modell muss eigentlich abgeschafft werden. Das ist natürlich viel radikaler, als wenn man jetzt sagt, das fällt ja auch der Mehrheitsgesellschaft leicht, das kann ja eigentlich auch eine Bestätigung sozusagen eines sehr konventionellen Lebensmodells der dauerhaften wechselseitigen Verpflichtung sein. Und das fällt der Gesellschaft eben auch leichter, so etwas zu machen. Aber zu sagen, dass die gesamte Ehe oder die gesamte Familie muss aufgesprengt werden, weil das nicht mehr zeitgemäß ist, ist natürlich viel radikaler im Ansatz. Und von daher ist diese eine Art von Anerkennung leichter zu haben als die andere. Mir scheint es aber doch irgendwie so eine Idee des zivilisatorischen Lernens zu haben, wo ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich das so unterstützen würde. Was heißt denn Lernen dabei? Man macht es halt irgendwie anders oder so. Also, okay, aber lassen wir das mal. Es gibt bei euch eine Metapher, die sich immer wieder in dem Text vorkommt, die, glaube ich, eine grundlegende Bedeutung für euch hat. Vielleicht ist es auch ein Begriff. Das ist der Ausdruck des impliziten Gesellschaftsvertrages. Du hattest es eben auch so Basisintuition genannt, dass wir also offenbar doch auch in unserer Gesellschaft gerade im Konfliktfall auf intuitive Basisannahmen zurückgreifen, die den Charakter eines unausgesprochenen, stillen Gesellschaftsvertrages haben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Und im Prinzip in diesen Konflikten zeigt sich dieser implizite Gesellschaftsvertrag erst. Der ist im Prinzip unsichtbar für uns häufig. Und das weiß man ja auch seit Durkheim und so weiter, dass erst über Normverletzung das gesellschaftlich Übliche und sozusagen das Akzeptierte zeigt. Und so würden wir letzten Endes auch sagen, also dass in diesen Konflikten dieser implizite Gesellschaftsvertrag sichtbar wird, aber auch neu verhandelt wird. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle sich darauf verpflichten und das so weitergehen kann, wie es bisher war, sondern die Konflikte drehen sich letzten Endes um das, was in diesem impliziten Gesellschaftsvertrag steckt. Wer darf was unter welchen Umständen beanspruchen. Wer darf unter welchen Umständen wie sein? Das sind die Dinge, um die da eigentlich gestritten wird. Und das hat manchmal Rückwirkungen auf irgendwie das, was man vielleicht etwas grobschlächtig als Mehrheitsgesellschaft bezeichnen könnte, manchmal auch nicht. Dann ist es eben deutlich leichter. Aber um diesen impliziten Gesellschaftsvertrag geht es natürlich fast immer, wenn wir jetzt über Fragen von Migration sprechen, die Tage.
dann geht es natürlich um was ganz grundsätzlich. Da ist es eben auch festgeschrieben im Grundgesetz, ne, das Recht auf Asyl. Und bei anderen ist das nicht so ohne weiteres zu sagen. Bei Lebensweisen und Lebensformen, die haben sich ausdifferenziert. Da gibt es auch unglaublich viel zeitliche Dynamik. Und da würden wir schon sagen, okay, da gibt es einen sehr dynamischen auch Gesellschaftsvertrag, wenn man das so möchte, auf den sich nicht Leute expresses Verbes verpflichten, aber der irgendwie als Hintergrund doch immer mitschwingt. Und unsere Idee ist ja so ein bisschen zu sagen, okay, jetzt wenn wir diese vier Arenen nehmen, dann gibt es eigentlich in dieser Oben-Unten-Arena doch eine starke, das ist ein stark gesättigter Konflikt. Mhm. Man könnte sagen, die Ungleichheit wird größer, das ist auch so eine These von uns, und gleichzeitig gibt es keine Form politischer Mobilisierung. Große Ungleichheit müsste ja eigentlich immer ein Gewinnerthema sein für jede linke Bewegung. Ist es aber nicht, und da sagen wir mit Klaus Dörre, wir leben eigentlich in einer demobilisierten Klassengesellschaft. Also Klassenerfahrungen strukturieren immer noch das Leben, und es gibt auch klassenspezifisch verteilte Lebenschancen, aber das führt zu relativ wenig im Sinne eines Klassenkonflikts zum Beispiel. Diese anderen drei Felder, da ist das so ein Stück weit anders. Da sagen wir, das sind eigentlich ungesättigte Konfliktfelder, die noch nicht vollständig arrondiert sind. Wo Bewegung ist, wo die Akteure noch nicht ausdefiniert sind. Im Migrationsfeld ist das im Moment im Entstehen, auch im klimapolitischen Feld ist das im Entstehen. Aber es ist noch nicht so, dass das irgendwie auch in einer Art von Befriedungsformel hineingemündet hat, auch keine spezifischen institutionellen Arrangements, auf die sich alle verpflichten können. Das liegt ja auch in der Natur der Sache, weil die Klimakrise sich verschärft, weil die Migration jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie in Anführungszeichen zu lösen ist. Also es lässt sich auch nicht so abschließen als Problemkomplex. Und deswegen ist da eben auch so viel Spannung drin. Und sehen wir eben auch, dass die Konflikte unglaublich stark hochkochen, währenddessen die politischen Leidenschaften in diesem alten verteilungspolitischen Spiel ja relativ schwach sind. Ich habe mich gefragt, diese Idee mit den Arenen, mir leuchtet das alles sehr ein, dass man versucht, Aspekte zu differenzieren und sagen, da wird das thematisch und das kann andere Art von Interventionsmöglichkeiten auch zutage fördern. Warum seid ihr eigentlich nicht auf so ein Konzept, habt ihr nicht so ein Konzept zurückgegriffen, auch um sich nochmals mit dieser Frage auseinanderzusetzen? Ja, es gibt Polarisierungserscheinungen, welche Dynamiken und welche Gründe gibt es vielleicht dafür? Rekurriert definitiv nicht auf so eine Idee wie sozialmoralische Milieus. Mhm. Dass man irgendwie sagt, ja, das ist auch eine Konkurrenz zwischen sozialmoralischen Milieus über Geltungs. Es ist eine Geltungskommunikation. Also die Frage, die Polarisierungsproblematik ist eigentlich eine Geltungsproblematik, wo unterschiedliche sozialmoralische Milieus ihre Geltungsansprüche in die Arena werfen und sagen, ja, jetzt gucken wir mal, wer die mächtigere Position hat. Also mit sozialmoralischen Milieus, das ist von einem Soziologen, nur damit Sie den Namen mal gehört, der ist Mario Rainer Lepsius, er ist vor einiger Zeit gestorben, der sagte, wir müssen irgendwie verstehen, es gibt Interessen bei Menschen, aber es gibt immer Lebensführungsideen, die mit Interessen verbunden sind. Wir sind nicht nur bloße Interessensagenten, wir wollen Geld haben und Macht haben oder sowas, sondern diese Arten des Macht haben wollen, Geld haben wollen, sind immer eingefügt in bestimmte Vorstellungen von Leben. Und sozialmoralische Milieus sind dadurch charakterisiert, dass es unterschiedliche Ideale von Lebensführung in den jeweiligen sozialmoralischen Milieus gibt. Und die treten in eine Geltungskonkurrenz, diese unterschiedlichen Formen der Lebensführung. So könnte man doch auch diese Problematik rekonstruieren. Aber das habt ihr definitiv eben nicht gemacht. Gibt es da Gründe für? Das könnten wir machen. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Ja, genau. Und wir haben wirklich dann so einen gesellschaftspolitischen Zugriff eher gewählt. Ah, okay. Und wir haben natürlich auch einen klassentheoretischen Ansatz. Ja. Der ist jetzt nicht vollständig elaboriert, aber das ist letztendlich die Hauptperspektive, weil wir eben noch glauben, dass Klassen eben sozusagen nach wie vor die zentralen Zuweisungsmechanismen oder auch Attribuierungsformen für Ungleichheit darstellen. Wenn man das mit den sozialen moralischen Milieus macht, dann glaube ich, läuft man analytisch auch in eine Falle, indem man zwei Dinge miteinander verklammert, nämlich irgendwie eine Art von sozialer Lage,
und einen bestimmten Wertekosmos. Mhm. Das ist sozusagen definitorisch schon zusammengedacht. Also dann gibt es so etwas wie eine Kulturstruktur. Mhm. Und dann kann man eigentlich relativ wenig beobachten, weil in der Definition dieser sozialmoralischen Milieus letzten Endes schon die Positionierung in den gesellschaftspolitischen Arenen drinsteckt. Das heißt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sozusagen kompliziert, das ist ja auch etwas, so, was Andreas Reckwitz so tendenziell macht. Und dann sieht man eigentlich immer nur das, was man schon vorausgesetzt hat. Verstehe. Und das wollte ich nicht. Und da habe ich auch geglaubt, sozusagen man überzieht einfach die Konflikte. Eine andere Variante wäre, Milieus irgendwie auszudefinieren und dann zu gucken, was für gesellschaftspolitische Einstellungen herrschen da eigentlich vor. Und wenn man das macht, dann würde man sehen, so wie dein Eingangsbeispiel, das ist unglaublich divers. Das ist nicht so homogen, wie man das glauben könnte. Und wir analysieren das ja auch so ein Stück weit, dass wir eben sagen, ja, auch in Bezug auf die Klassen, wie weit stehen die eigentlich auseinander? So, die haben ja auch viel damit zu tun. Ich meine, man kann ja auch diese Milieus anhand der Beruflichkeit rekonstruieren, dass man jetzt Produktionsarbeiter oder das Dienstleistungsproletariat gegeneinander stellt. Da würde man ja auch annehmen, die seien in einem Wertekosmos irgendwie zusammengeklustert. Und das ist aber schon natürlich der Fall. Es ist nicht so, dass das jetzt eine homogene Masse ist, die Bevölkerung, und alle sind sich irgendwie gleich. Und es ist vollständig zufällig, wie sich jemand positioniert. Das hat natürlich eine soziale Struktur. Was wir aber zeigen, ist, dass die viel, viel geringer ist. Und um nochmal auf die Polarisierungsdiskussion zurückzukommen, das ist, glaube ich, der entscheidende Clou jetzt bei unserem Buch, zu sagen, es gibt keine sozusagen vorpolitische oder sozialstrukturelle gesellschaftliche Spaltung. Und wir gucken das ja auch über die letzten 30 Jahre an. Es hat im Prinzip nirgendwo irgendwie was zugenommen. Das ist wirklich verblüffend, woher diese Legende kommt. Und wir drehen eigentlich das ganze Phänomen, was man da beobachten kann, um. Ich würde jetzt sogar so weit sagen, wir stellen es vom Kopf auf die Füße, indem wir sagen, Polarisierung ist nicht so einfach gesellschaftlich schon immer da und wird dann im politischen oder im medialen Raum gespiegelt. Also diese Gruppen, die da gegeneinander stehen, die suchen sich irgendwie politische Repräsentanten oder Sprecherinnen und Sprecher und dann gehen die gegeneinander. Und was wir da im öffentlichen Raum beobachten können, ist letzten Endes ja nur ein Echo dessen, was schon sozialstrukturell da ist. Sondern wir sagen, umgedreht wird ein Schuh draus. Die gesellschaftliche Spaltung wird von oben erzeugt durch sogenannte Polarisierungsunternehmer, wie wir das nennen, und kann sich dann natürlich auch sozialstrukturell manifestieren. Natürlich, wenn ich das Gender-Thema jeden Tag 100-mal durch die Medien, dann werden sich die Leute auch irgendwie in dieser Sitzordnung so aufstellen, wie das ihren gesellschaftspolitischen Überzeugungen entspricht. Aber das ist eher eine Folge einer bestimmten Weise, das politisch zu thematisieren. Und was wir mit diesen Triggerpunkten jetzt machen, ist zu sagen, die Triggerpunkte, wenn die so starke moralische, vielleicht sogar ontologische Intuitionen beinhalten, dann führt das letzten Endes oder ist die Möglichkeit für politische Akteure gegeben, diese Triggerpunkte gezielt anzusteuern. Und wir sehen das ja, dass es politische Akteure gibt, die im Prinzip den Diskursraum sondieren und abscannen permanent. Und wenn die finden, da gibt es jetzt irgendwie eine erregbare gesellschaftliche Zone, ein Thema, was man irgendwie hoch groß machen kann, dann nutzen sie das für ihre eigene politische Agenda. Das ist im Prinzip der Clou, dass wir sagen, diese Trigger-Themen oder Triggerpunkte sind eigentlich so Einstiegsfenster oder Einstiegstüren zur Veränderung der politischen Sitzordnung. Dass Herr Ploss aus Hamburg, der CDU-Vorsitzende, ununterbrochen übers Gendern redet, ist ja kein Zufall. Weil der eben glaubt, man könne elektoralen Honig aus diesem Thema saugen. Der weiß eben, dass 70% der Bevölkerung das skeptisch sehen oder sogar dagegen sind. Und das sind natürlich mehr als die potenziellen Unterstützer der CDU im Stadtstaat Hamburg. Und CDU, es reicht, ja. Ja. Und deswegen bearbeitet er das ununterbrochen. Das heißt, erfolgreiche Polarisierungsunternehmer sind die, die diese Triggerthemen groß machen,
also dann, wenn sie ihn nützen natürlich, die groß machen und ganz zentral in die politische Debatte hineinstellen und da möglichst lange halten. Und das versuchen wir im Prinzip in dem Buch so ein bisschen nachzuzeigen und zu rekonstruieren, weil man sehen kann, immer wenn es Triggerthemen gibt, sind die Leute nicht sozusagen in ihren klassischen parteipolitischen Lagern parzelliert, sondern da gibt es irgendwie andere Ordnungen, da verschiebt sich das irgendwie anders. Und wir beschreiben das ja letztendlich, dass wir sagen, es gibt eine starke, also es gibt jetzt keine Polarisierung, aber es gibt eine starke Politisierung, vor allen Dingen über die Ränder, auch eine Radikalisierung des rechten Randes, und es gibt eine relativ entideologisierte Mitte. Sozusagen die Wählerschaften der Mitte sind extrem promisk geworden, ne? Die wandern von einer Partei zur anderen, also den demokratischen Parteien, die sind sich nicht mehr spinnefeind, da hat auch die affektive Polarisierung abgenommen. Und viele sind sogar auch passivisiert, politisch passivisiert. Die beobachten das irgendwie, aber haben keine starken Meinungen mehr. Also die Parteiorientierung hat nicht mehr diesen familialen Charakter. Irgendwie im SPD-Milieu geboren, über zwei Generationen, dann irgendwie in der Kleingartenanlage gewerkschaftlich organisiert etc. Die Frage, wen ich wähle, die stellt sich gar nicht. Sondern jetzt guckt man irgendwie nach Gelegenheiten. Und wenn sozusagen die Mitte stark entideologisiert ist, dann muss man sich überlegen, wie man eigentlich politische Leidenschaften entfacht. Das passiert eben über Triggerpunkte, also Formen der Emotionalisierung, zum Teil auch der Personalisierung des Politischen. Und die Parteien der Mitte stehen natürlich ein bisschen, für die ist das eine schwierige Situation, weil sich über die Ränder natürlich leichter emotionalisieren lässt. Und das kann man eben überall beobachten, wie man eigentlich versucht, in dieser Mitte dann zu fischen. Ich habe immer manchmal dieses Bild, man kennt ja manche vielleicht, wenn Kinder haben, das so diese so Aquariumartiges, wo man dann so eine Angel reinhalten kann mit so einem Magneten und dann zieht man so Fische raus. Und so ähnlich ist das eigentlich mit diesen Triggerthemen. Ne, man wirft das irgendwie in den Diskursraum und dann hängen sich immer so ein paar Fischlein, also die Wählerinnen und Wähler hängen sich daran und die kann man in ein anderes Becken mit rüberziehen. Und das ist sozusagen diese Idee. Der Triggerpunkt ist nicht nur einfach so, dass sich ein paar Leute aufregen, sondern es hat eine ganz starke politische Funktion und wird systematisch auch genutzt. Im Spiegel war ein interessanter Artikel über die parteipolitischen Strategien der AfD. Da haben sie gefragt, ja, wie entwickeln sie denn die Strategie? Da sagen sie, wir machen da eigentlich gar nichts, sondern wir beobachten, was als nächstes Aufregerthema kommt, welche Sau durchs Dorf irgendwie geritten wird. Und dann gucken wir, wie sich die Grünen positionieren und dann machen wir genau das Gegenteil. Das ist unsere politische Strategie. Also Polarisierungsunternehmer par excellence. Aber ich habe jetzt gut verstanden, dass ihr davon ausgeht, dass im Grunde Polarisierung ein Ergebnis von Aushandlungen ist, die immer wieder in unterschiedlichen Arenen passieren. Dann ist aber doch die Frage, warum sind dann die Leute so doof, und lassen sich von Polarisierungsunternehmern in ihren Aushandlungen stören. Weil man könnte ja immer sagen, ja, klar, es gibt ein Triggerthema, das kann und hat einen Verdeutlichungscharakter, hast du ja zu Recht, leuchtet mir auch alles ein, man ärgert sich, es verdeutlicht sich die Problematik. Und dann könnte man ja in Verhandlungen eintreten und sagen, ja, jetzt gucken wir mal, wie wir das kleinarbeiten. Aber das Interessante ist ja, dass das Publikum sich verhakt. Ihr sprecht von wütend werden, von starken Affekten in eurem Buch, ne? Die dann nicht mehr im Sinne einer konsensuellen Deliberation, wie man in einer anderen Diskurswelt das nennt, irgendwie aufgelöst werden können. Und das ist ja ein interessanter Punkt. Warum sind die Leute so doof und lassen sich sagen, ja, wir können das doch aushandeln. Warum lassen sie sich so sehr stören bei ihren Aushandlungen durch diese Affekte, die irgendwelche Leute sagen, bist du nicht eigentlich auch dagegen? Ja, ja, klar. Ja, dann musst du aber draufhauen. Ja, aber warum? Warum muss ich dann draufhauen? Ja, aber kennst du das nicht, dass es immer kompliziert wird in Beziehungen, wenn Gefühle ins Spiel kommen? Na ja, klar. Ja, und genau darum geht es. Also es ist, du kannst da nicht mehr so ohne weiteres rationalisieren und sagen, ich bin jetzt ganz kühl, ich beobachte das, ich habe da ein paar Argumente dafür und dagegen und wie immer. Sondern sobald du sozusagen innerlich irgendwie schnürt dir schon den Hals zu oder du bist unglaublich wütend oder du hast das Gefühl, dir hat jemand was weggenommen,
schaltest du ja in einen Modus der Irrationalität um. Dann hast du eine starke Gruppenorientierung, das ist ja auch bekannt aus der Sozialpsychologie, und du hast eine starke Verbundenheit sozusagen dieser Gruppenidentität mit Fragen des sozialen Selbstwertgefühls. Mhm. Und wenn das ins Spiel kommt, dann hat man immer das Gefühl, der andere oder die anderen, das sind jetzt nicht einfach irgendwie politische Wettbewerber oder die sind nicht einfach anderer Meinung, sondern die sind auch als Menschen irgendwie nicht satisfaktionsfähig oder zu verabscheuen oder zu verurteilen. Und das ist ja in der amerikanischen Forschung unglaublich gut nachgewiesen worden, wie das über die Zeit sich entwickelt hat, also auch mit diesen Fragen der sozialen Sortierung. Also wenn man dann plötzlich nicht denkt, das ist ein politischer Wettbewerber, sondern ein Gegner, dass man dann auch im sozialen Kontext einfach Kontakt meidet. Also dann gibt es Formen sozialer Sortierung, gibt ja Umfragen dazu, würden Sie akzeptieren, Demokraten werden gefragt, dass Ihre Kinder Republikaner heiraten und umgekehrt Republikaner. Und dann sieht man eben über die Zeit, wie das zunimmt. Ne? Aber das ist wie früher Katholiken und Protestanten, dass das sich im Prinzip wechselseitig ausschließt. Und je weniger von diesen Kontakten über Gruppengrenzen hinaus oder hinweg dann existieren, desto schwieriger ist es dann auch irgendwie, kompromissorientiert und auch unabhängig sozusagen von Emotionen, die man gegenüber anderen Gruppen oder gegenüber anderen Personen hat. Man kann das auch unglaublich gut natürlich auf den jetzt Israel-Palästina-Konflikt oder sozusagen die Konflikte, die wir hier auf den Straßen sehen. Das ist einfach nicht mehr möglich, sich hinzusetzen und zu sagen, das und das hat stattgefunden, das und das ist irgendwie die historische Entwicklung gewesen und so weiter und nun lass uns mal drüber reden. Dafür ist einfach die Vorgeschichte und auch die wechselseitigen Beschädigungen sind viel zu stark, um aus dieser Form der Emotionalität herauszutreten. Und das, glaube ich, ist überhaupt für politische Konflikte natürlich schwierig. Es wäre auch absurd jetzt zu sagen, man muss irgendwie Politik nur sachlich betreiben und das muss irgendwie bürokratischer Vorgang sein, sondern Politik braucht auch Leidenschaften. Aber die Frage ist, wo kommen die Leidenschaften her und gegen wen oder was richten sie sich? Also man kann ja Leidenschaft haben für irgendwie ein Fortschrittsziel oder für irgendwie eine politische Utopie. Aber man kann natürlich auch Leidenschaften haben, die sozusagen auf die Abwertung anderer Gruppen oder auf das starke Betonen von Gruppengrenzen zielen. Und das ist ja häufig hier der Fall, dass man so Freund-Feind-Schemata relativ leicht auch in der Öffentlichkeit zu inszenierende Dichotomien nutzt, um so etwas dann irgendwie politisch zu bearbeiten und auch auszunutzen. Du hast nur das Beispiel aus den USA, in der Tat, da gibt es auch schöne Literatur zu, die versuchen das ja zu erklären, interessanterweise. Das ist so eine Art Putnam-Erklärung, Bowling Alone-Erklärung, die sagen, je mehr wir nicht mehr Kontakt haben mit Leuten, die sozusagen anders sind als wir, also wir machen weniger, spielen weniger zusammen, da hat man auch mit jemandem zu tun, der AfD wählt, aber er spielt ganz gut Fußball, was soll man machen oder so. Und dann denkt man, naja, vielleicht ist es auch irgendwie, gibt es auch manchmal Gründe, so ein bisschen sauer zu sein oder so. Und die Idee ist, dass wir in einer Welt leben, in der diese Kontaktchancen mit Leuten, die eine andere Auffassung des Lebens haben als ich, abnehmen. Zum Beispiel die Migration von Leuten, die was auf sich halten, aus dem Bildungssystem für ihre Kinder, die sagen, die werden kommen mit Leuten in Kontakt, das wollen wir irgendwie nicht. Das ist alles so, diese sind alles Elemente, dass Prinzipien der Selbstähnlichkeit zunehmen in unserer Gesellschaft. Und dass die Erklärung ist, je mehr Selbstähnlichkeitsentwicklung gibt, umso größer werden die politischen Diskrepanzen. Und zu emotionaler werden die politischen Diskrepanzen. Das ist so eine Erklärung, die die haben. Würdest du der folgen? Ja, die ist ja auch durch die Literatur eigentlich ganz gut belegt. Ob sie für Deutschland so trifft, wäre ich ein bisschen zurückhaltender, weil wir gar nicht sozusagen längsschnittliche Daten von der Qualität haben, um wirklich zu zeigen, dass sich diese Milieus oder Schichten oder was immer man dann anguckt, dass die sich so stark voneinander abscheiden und entfremden. Jetzt übermorgen am Mittwoch wird eine neue Studie vorgestellt vom Forschungszentrum Gesellschaftlicher Zusammenhalt, die gemacht haben. Und
Die haben das mal flächendeckend auch für unterschiedliche politische Milieus gemacht. Ich kenne jetzt die Ergebnisse noch nicht genau. Ich habe ein bisschen was gehört, was da rauskommen könnte. Und da sieht man natürlich sicher auch interessante Sachen. Ich bin da auch ganz neugierig, was da rauskommt. Aber in Deutschland haben wir das eben nicht in dieser Form. Und es gibt auch ein paar Resilienzbedingungen, warum wir nicht so polarisiert sind. Und eine ist natürlich ganz entscheidend, das ist das politische System. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Wir haben eben kein Mehrheitswahlrecht wie in den USA, wo immer eine Partei dann regiert, sondern wir haben Verhältniswahlrecht und die Notwendigkeit für Koalitionsbildung. Und wir haben natürlich eine föderale Struktur. Das heißt, jeder muss mit jedem, die AfD jetzt mal außen vor, aber irgendwie, und die Linkspartei zum Teil, irgendwie ja können müssen. Und das schwächt natürlich den Polarisierungsdrang. Ne? Also wenn man vorher vor der Wahl jemanden verteufelt und sagt, das ist die Vertreter dieser Partei sind der Untergang der Welt und die wollen euch alle irgendwie zugrunde richten, dann kann man übermorgen nicht mit denen eine Koalitionsregierung führen. Von daher gibt es da so eine Art Schutzeffekt. Und das andere sind sicher auch Form der öffentlichen Kommunikation, der Medienkommunikation, auch der Medienorganisation, öffentlich-rechtliche, aber auch Qualitätszeitungen zählen dazu. Und da kann man natürlich relativ leicht sehen, wer in den USA mal ist. Und vielleicht, wenn man ins Fitnessstudio geht, wo man dann immer schön zwischen CNN und Fox hin und her schalten kann, man hat ja das Gefühl, man lebt in zwei unterschiedlichen Welten. Ne? Also man schaltet dahin, es geht um was völlig anderes. Der ganze, sozusagen auch das ganze Framing ist was ganz anderes und so etwas haben wir hier eben nicht. Aber wir haben natürlich auch eine Zerfaserung des öffentlichen Diskurses, eine stärkere Rolle von sozialen Medien. Es gibt natürlich auch hier Echokammern und Filterblasen, die vielleicht ihren eigenen Beitrag dazu leisten. Also sozusagen ganz geschützt sind wir natürlich nicht, aber es gibt irgendwie Elemente, wo ich eher sagen, da sind wir eher auf einer guten oder positiven Seite. Das andere sind Fragen eben dieser sozialen Sortierung oder der Kontaktarmut. Auch das ist ja, gibt es die Kontakttheorie von Gordon Allport, natürlich irgendwie auch eine Binse, ne? Zu sagen, je mehr Kontakt man mit anderen Gruppen hat, desto geringer sind die Vorurteile. Das ist jedenfalls die Theorie, die man hat. Und die ist in der Sozialpsychologie sehr, sehr gut belegt. Da gibt es immer wieder neue Studien dazu. Aber Allport hat damals schon klar gesagt, es gibt bestimmte Randbedingungen. Also es ist nicht einfach so, dass jeder Kontakt irgendwie positive Auswirkungen hat, sondern der Kontakt muss auch wechselseitig als positiv wahrgenommen werden. Es braucht häufig auch eine Statusgleichheit, also keine zu starke Hierarchie zwischen den beiden Parteien. Und es muss auch eine Grundanerkennung da sein. Ne? Und wenn das gegeben ist, dann gibt es eben auch diese positiven Resultate, zum Beispiel von interethnischem Kontakt. Darauf bezieht sich das ja häufig. Und das gilt für vieles andere auch. Ne? Und was jetzt diese neue Studie vielleicht sich da anguckt, ist den Zusammenhang zum Beispiel zwischen der Heterogenität und Homogenität von sozialen Netzwerken und politischen Einstellungen. Und da wäre schon meine Hypothese, dass je homogener das soziale Netzwerk, desto sozusagen prononcierter oder wie immer man das nennen will oder akzentuierter auch bestimmte politische Meinungen in der einen oder anderen Richtung, weil eine größere Heterogenität des sozialen Netzwerkes einen häufig auch abhält, sich zu stark sozusagen von diesem mittleren Bereich irgendwie zu entfernen. Vielleicht noch eine Sache, ich muss einmal auf die Uhr gucken, wir müssen ein bisschen gucken, Sie sollen ja auch noch was sagen, um Himmels Willen, aber eine Sache muss ich noch mal sagen. Ich war heute bei meinem allgemeinmedizinischen Arzt wegen irgendwie Grippeimpfung und so weiter und der freut sich immer, wenn ich komme, weil er dann über die Weltlage reden kann. Also ich habe schon immer gedacht, ob ich ihm jetzt irgendwas in Rechnung stelle. Also er hatte furchtbar viel Zeit gehabt und ich habe ihn dann gefragt, sagen Sie mal, das ist einer, der ist im Osten sozialisiert und sehr stolz darauf, dass er noch die Charité, die alte Charité kennt, wo er noch wirklich was gelernt hat. Ein total netter Typ. Und dann habe ich gefragt, sagen Sie mal, Sie sind doch eher so ein Liberal. Ja, ich bin schon irgendwie, also als Arzt muss man ja schon so ein bisschen liberal sein und so weiter. Ich bin ja schon links sozial, das müssen Sie verstehen und so weiter. Ja, aber sagen Sie mal,
wie erklären Sie sich denn das mit der AfD? Und er hat gesagt, ja, das wäre wirklich eine interessante Frage. Und Sie würden da auch immer im Bekanntenkreis drüber sprechen. Und dann wurde er ganz ernst. Und er sagte, naja, wir haben auch ein paar Probleme in unserer Gesellschaft, die von den Parteien, die bisher immer die Regierungen stellen in dem demokratischen Lager, nicht nur nicht gelöst werden, sondern überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden. Er meint natürlich die Problematik einer ungehinderten Migration nach Deutschland vor allem. Und da hat er mich gefragt, ja, wie ich denn dazu stehen würde. Und dann hatte ich es ja bei dir gelesen, dass du das auch, und da habe ich gedacht, na, wenn der Steffen das sagt, kann ich das ja auch sagen. Ich bin schon für eine regulierte Migration. Und ich finde, diese unregulierte Migration ist völliger Unfug, kostet viel zu viel Geld, bringt uns überhaupt nichts, hat niemand was von. Ach, da hätte ich aber nicht gesagt, dass Sie sowas sagen würden. Ja doch, das finde ich auch. Und zum Glück sehe ich, dass die Bundesregierung sich doch immerhin so langsam auch zu dieser Frage hin bewegt. Und ich habe den Eindruck, sie bewegt sich relativ schnell sogar hin zu dieser Deutung der Situation. Und dann sagte der, habe ich ihm das auch gesagt, und da hat er gesagt, sehen Sie mal, da hat die AfD doch recht gehabt, dass sie dieses Thema so dramatisiert hat. Worauf ich hinaus will ist, kann es nicht auch Sachthemen geben, die durch eine dramatisierende Thematisierung überhaupt erst dem politischen Feld zugänglich gemacht werden? Ja, das gibt es auch. Aber wenn ich nochmal die Migrationsfrage aufgreifen darf, es gibt ja überhaupt kein Verhältnis zwischen der Dringlichkeit, mit der die Migrationsfrage im öffentlichen Diskurs verhandelt wird, und sich verändernden Migrationsbewegungen. Das ist ja völlig voneinander losgelöst, sind ja jetzt nicht die Zahlen in jüngster Zeit so stark hochgegangen. Vor 4-5 Monaten war das viert- oder fünftwichtigste Problem beim Politbarometer, also deutlich niedriger. Sondern es gibt politische Akteure, die es schaffen, das in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Und es gibt auch politische Versäumnisse, die dazu beitragen. Die Bürgermeister haben sich schon lange beschwert, die Frage der Unterbringung ist ungeklärt gewesen. Das heißt, es ist nicht vollständig kontingent, welches Thema sich jetzt irgendwie aufdrängt, aber es ist auch nicht so, dass das zwangsläufig irgendwie mit dem objektiven Schweregrad sozusagen des Problems zusammen. Nicht zwangsläufig, aber in dem Fall, wenn ich das richtig sehe, waren sehr viele Bürgermeister der Meinung, dass sie mit ihrer Wahrnehmung vor Ort allein gelassen werden. Ja, das haben sie auch öffentlich formuliert. Und gegen die Klage ist auch nichts zu sagen. Ich sage einfach nur, dass die Zahlen nicht so dramatisch hochgegangen sind und dass natürlich politische Akteure, jetzt ist ja wieder so ein Triggerthema, ne? Also Friedrich Merz und die Zahnbehandlung für Geflüchtete, da wird eben ganz viel aufgerufen, also ist ja quasi ein Lehrbuchbeispiel für einen Triggerpunkt, da ist sozusagen das Gerechtigkeitsempfinden, da ist irgendwie der Normalitätsverstoß, die drängeln vor, ne? Die stellen sich nicht in die Schlange an, wie sich das eigentlich gehört, genau. Sollte. Sie erwerben nicht legitime Ansprüche, sondern versuchen irgendwie noch besser behandelt zu werden als die Deutschen. Also da werden natürlich solche Themen überhaupt erstmal groß gemacht und inszeniert. Meine Antwort darauf wäre immer, 28% der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. 50.000 Ärzte haben keinen deutschen Pass. Ohne die würde man überhaupt keinen Zahnarzttermin mehr bekommen. Ich rede jetzt noch gar nicht über die 24-Stunden-Pflege. Aber du insinuierst nicht, dass Friedrich Merz der Meinung ist, dass es nur noch deutsche Ärzte geben solle. Ne? Nein, aber ich möchte sagen, wie man das Thema framed in der Öffentlichkeit, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Man könnte sich ja auch darüber überlegen, wie Anerkennungsverfahren schneller laufen können oder eine Beurteilung der Gleichwertigkeit von beruflichen Abschlüssen oder hochschulischen Abschlüssen. Also es macht einen Unterschied, wie Konflikte in der Öffentlichkeit inszeniert und verhandelt werden. Und jetzt bei dem Migrationsthema würde ich dir eben nicht folgen und sagen, ja, das ist irgendwie etwas, was jetzt notwendigerweise in die Öffentlichkeit gedrängt wurde. Ich bin auch dafür, dass man das besser bearbeitet und dass man irgendwie andere Rahmenbedingungen dafür setzt. Aber es ist einfach so, dieses Thema ist sozusagen in die Öffentlichkeit gedrückt worden.
Und das hat viele Gründe, da gibt es jetzt nicht nur einen Grund. Wir haben ja auch immer diese Thematik der Veränderungserschöpfung. Ich meine, Migrantinnen und Migranten sind sozusagen die Symbolfiguren für gesellschaftliche Umwälzung, für ganz dramatische Veränderungen, nämlich der Abschied von einem homogenen nationalgesellschaftlichen Modell zu einer größeren Heterogenität. Das ist extrem verunsichernd für viele Leute. Und das heißt, es gibt Kämpfe darum, es gibt Deutungskämpfe darum, und für die interessieren wir uns eben. Ne? Also warum finden diese Kämpfe so statt, wie sie eigentlich stattfinden? Und das hat eben, ja, wiederum, ich muss immer wieder auf die Triggerpunkte kommen, das hat eben auch was mit diesen Triggerpunkten zu tun. Das könnte aber auch etwas anderes sein zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Noch vor ein paar Monaten haben wir uns nur über die Energieversorgung oder nur über das Heizungsgesetz es gab auch ein Problem mit dem Heizungsgesetz. Ja, aber ich sage, die Öffentlichkeit hat sozusagen die Aufnahmefähigkeit für bestimmte Themen. Hm. Man kann nicht 15 Themen mit der gleichen Intensität öffentlich mit denen jonglieren, sondern es gibt eine Aufmerksamkeitsökonomie, es gibt auch eine zeitliche Fokussierung auf bestimmte Themen. Und jetzt in diesem Fall ist es jetzt dieses Migrationsthema. Und es ist nicht vollständig kontingent, welches Thema das ist. Ne? Also bestimmte Themen bieten sich an, weil die Problemlage größer ist und andere, weil die Problemlage nicht erkennbar ist. Aber dieses Thema ist jetzt eben auch auf eine Art und Weise politisiert worden, dass die Regierung und auch die Ministerpräsidenten und so weiter jetzt in Zugzwang gekommen sind, genau, da etwas zu tun. Wir könnten jetzt weiterreden. Ich hatte nämlich, nachdem ich beim Arzt war, hat mich jemand angerufen und hat mich gefragt, ob ich der Auffassung sei, dass die CDU gerade versucht, einen Kulturkampf von rechts in Gang zu setzen. Da habe ich geantwortet, nee, das ist Unsinn. So wie ich die CDU, CSU in Deutschland kenne, die wollen keinen Kulturkampf. Aber sie müssen natürlich ein bisschen Simulation von Differenz machen. Und weil sie haben im Nacken eine Situation in Italien, wo eine Ministerpräsidentin das Ruder übernommen hat und das so schnell nicht wieder abgeben wird. Das ist ein Angstszenario für die Christdemokraten in Deutschland. Und die Frage, wie kann man das verhindern? Und ich habe, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, gesagt, ach, ein bisschen Kulturkampf kann man schon machen. Also jetzt im Sinne der Frager, des Fragers. Er fragt mich ja, was ich da als neutraler Soziologe zu sagen würde. So ein bisschen Kulturkampf kann man schon machen. Man darf nur nicht vom Kulturkampf überzeugt sein, dass das irgendwas richten würde. Und das ist eine interessante Frage. Also letzter Punkt. Die größte Wahlbeteiligung der Geschichte der Bundesrepublik passierte bei einer Wahl, in dem einer der, wie ich finde, größten Politiker des 20. Jahrhunderts in Deutschland seinen größten Wahlsieg für seine Partei in ihre Geschichte eingefahren hat. Der Mann hieß Willy Brandt und der hat es geschafft, diesen Wahlsieg zu erringen, indem er ein einziges Thema dramatisiert hat. Er hat nicht die Sozialpolitik zum Thema gemacht, er hat nicht die Vergesellschaftung der Produktionsmittel oder irgendetwas, hat gesagt, da haben wir einen Konsens zwischen den Volksparteien, wir müssen nur ein einziges Thema dramatisieren, um dann die Wahl zu gewinnen und das Thema hieß Ostpolitik. Das war das Thema, das wurde dramatisiert als Differenzthema, alles andere hat man auf sich beruhen lassen. So ist das in Konkurrenzdemokratien. Konkurrenzdemokratien leben davon, dass man in Wahlen eine Differenz dramatisiert und vor allem, und da komme ich jetzt wieder auf dein Buch zurück, den unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag zwischen den Parteien auf sich beruhen lässt. Aber eine Differenz dramatisiert. Das ist nicht neu, das ist vielleicht sogar gut für Demokratien, dass das passiert, wenn denn nur solche Prozesse bewirkt Machtwechsel. Und Konkurrenzdemokratien basieren auf periodischen Machtwechseln. Es wäre nicht gut, wenn Angela Merkel immer noch Bundeskanzlerin wäre. Das wäre für das Land nicht gut, da bin ich fest von überzeugt. Da muss es schon Veränderungen geben. Und die Frage ist, wie geht das eigentlich? Und das ist eine interessante Frage. Sozusagen, also ich glaube, du gibst da ein Besteck für, um das zu verstehen. Es ist jetzt interessant, kann man das auch operativ nutzen, was du gesagt hast?
Ja, man müsste da jetzt ganz, ganz viel dazu sagen. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen knapper zu machen. Was ist der Unterschied zwischen Willy Brandt und der heutigen Situation? Mhm. Willy Brandt hat seinen Wahlkampf vor dem Hintergrund eines Grundgefühls einer relativ stagnativen und verkrusteten Gesellschaft entwickelt, wo Öffnungsbewegung von einem großen Teil der Gesellschaft gewollt gewesen ist. Heute haben wir unglaublich vielen sozialen Wandel, Turbowandel in ganz vielen Bereichen, ob das die Digitalisierung ist, die globalen Krisen, den Klimawandel. Und wir reden ja von Teilen der Gesellschaft, die veränderungserschöpft sind, die eigentlich vom Wandel überrollt werden oder nicht mehr mitkommen und das auch so signalisieren. Das sind die, die am wahrscheinlichsten dann auch zum Beispiel die AfD wählen, mhm, weil die auf die Bremse treten, gesellschaftlich auf die Bremse treten. Das heißt, die konservative Partei, CDU, CSU, ist in einer ganz schwierigen Lage. Also entweder die Übernahme sozusagen so von kulturpolitischen oder Kulturkampfthemen und Thesen, die ja durch die AfD auch schon hinreichend beackert werden, und damit auch natürlich allen Gefahren ausgesetzt, dass sie vom Original mehr oder weniger überrundet werden. Das ist ja in Ostdeutschland in vielen Ländern schon der Fall. Oder irgendwie was anderes machen. Armin Nassé hat neulich einen sehr interessanten Aufsatz über das Bezugsproblem des Konservatismus geschrieben. Und das ist natürlich immer irgendwie Beständigkeit, Kontinuität, Traditionswahrung. Das ist sozusagen das Zentrale. In einer extrem dynamisierten Gesellschaft hat man ja im Prinzip nur die Wahl, ewig gestrig zu sein oder irgendwie in ein verschwundenes Gestern zurückkehren zu wollen. Und das macht ja die AfD zum Teil. Oder sich irgendwie doch den Modernisierungsentwicklungen hinzugeben. Was die CDU in den letzten Jahren gemacht hat, war ja häufig so eine defensive Modernisierung, wenn man so will. Also ganz viele Positionen, die klassischerweise als CDU oder konservative Positionen gehalten sind, abgeräumt worden. Ob das Atomkraft gewesen ist, Gegnerschaft gegen Homo-Ehe oder die Abschaffung der Wehrpflicht. Überall hat man irgendwann mal nachgegeben. Das heißt, es gibt eigentlich aus der CDU heraus sozusagen keine positive, ja, irgendwie gesellschaftspolitische Option, die irgendwie zwischen diesem, ja, es gibt Entwicklungen und wir müssen die jetzt nur noch nachvollziehen, wo andere schon viel, viel weiter sind, andere Parteien und sich kulturell liberalisieren und so weiter, dagegen können wir uns auch nicht stemmen, und dem irgendwie, ich gehe jetzt zurück in die Vergangenheit und schütze jetzt irgendwie die homogene nationalgesellschaftliche Scholle. Irgendwie muss dazwischen ein Platz sein. Und ich kann jetzt auch nicht beschreiben, wie da Platz ist, aber ich halte es für problematisch, wenn man jetzt in so eine Affektpolitik hineingerät und die Leute dann beim Schopf nimmt, also die gesamten Veränderungserschöpfung, weil die werden viel, viel besser bedient durch die AfD. Das heißt, die würden wahrscheinlich, wenn man das jetzt betont, sagen, ja, dann kann ich doch gleich, wenn das von denen schon gemacht wird. Wenn jetzt irgendwie die Vordrängler beim Zahnarzt schon ein Problem sind, ja, das ist doch die AfD, wo soll ich denn da noch einen Unterschied sehen? Das heißt, es kommt wirklich darauf an, was ist eigentlich sozusagen die programmatische Alleinstellung, die jetzt auch nicht zu klein sein darf und nur um ein Thema herum entwickelt, sondern die sozusagen auch eine thematische Vielfalt und ein thematisches Aufblättern ermöglicht. Das ist ein riesiges Dilemma für die CDU, CSU. Wir alle wollen ja irgendwie eine stabile, auch konservative Partei mit Kompass, die jetzt nicht irgendwie Stimmungsbildern oder Meinungskonjunkturen hinterherläuft und letzten Endes dann versucht, auf jedes dieser affektpolitisch aufgeladenen Themen, die dann irgendwie kommen, die kommen ja irgendwie mit medialen Konjunkturen und so weiter, da irgendwie rauf zu springen und noch versuchen, da den letzten Saft rauszusaugen. Also darum kann es ja nicht gehen. Das wäre für mich nicht konservativ. Das wäre auch das Gegenteil von Beständigkeit. Und die Suchbewegung, die hat die konservative Partei, ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch in der derzeitigen auch Personalkonstellation überhaupt intellektuell bewältigen kann, die haben die lange Zeit unglaublich schleifen lassen, auch unter Angela Merkel. Und da ist ein riesiger Nachholbedarf,
wirklich zu sagen, was macht das aus, wo können wir uns positionieren, wie sieht eigentlich eine konservative gesellschaftspolitische Orientierung in zentralen Feldern aus, und das ist nicht ausgehandelt, das hängt leer, und deswegen laufen die jetzt so bei Einzelnen, also das ist wirklich so Dog Whistling, ne? Also die Pfeife, jeder weiß, worum es eigentlich geht, und es wird einfach nicht richtig öffentlich verhandelt, und sie haben einfach auch, selbst ich meine, der ehemalige Vorsitzende der Grundwertekommission ist ja in der Gefahr, sich intellektuell absolut zu vergaloppieren bei der Diskussion über die Brandmauer zur AfD. Und das ist ein riesiges Problem. Das war nicht der, es war derjenige, der, aber egal. Ich will jetzt nicht die CDU verteidigen, das ist nicht meine Sache. Ich will nur das muss man vielleicht doch eben ganz kurz sagen, tut mir leid. Konrad Adenauer und Helmut Kohl hätten dir ins Gesicht gesprungen, wenn sie sagt, wir sind doch keine Partei, die nur hinterher aufräumt. Die Westbindung, die dynamische Rente, das hat nicht die SPD in die Welt gebracht, das war die CDU-CSU. Und Helmut Kohl hätte gesagt, naja, wenn wir auf die SPD gewartet hätten, dann hätten wir immer noch keine europäische Einigung. Wir hätten keine deutsche Einigung, wir hätten den Euro nicht. Helmut Kohl hat gesagt, wir sind die dynamische Partei gewesen in Deutschland, in entscheidenden Punkten, und nicht die SPD. Und in dem Punkt, ich mag Helmut Kohl überhaupt nicht, aber seine Leistung muss ich als dynamische Leistung einer konservativen Regierungschefs doch anerkennen. Und die SPD war in dieser Lage völlig aus dem Tritt. Sie hat gar nichts dazu beigetragen. Und die Frage der dynamischen des Umlageverfahrens der Rente, das ist alles CDU-CSU im Kern. Und das sind die basalen Elemente des ungeschriebenen Gesellschaftsvertrages. Das ist nicht nur defensiv. Wo findest du das heute? Und in der gegenwärtigen Lage, so wie ich sie beschrieben habe. Das ist die interessante Frage. Die sind in einem anderen Druck. Man muss sich klar machen, wir haben in Europa eine sehr unklare Situation in Frankreich, was die Frage an die Regierungsfähigkeit betrifft. Ich sozusagen, da steht jemand wie Mélenchon, jetzt mal, um mal jemand von der Linken zu sagen, dem ich keinen Millimeter traue. Und dann haben wir Italien, ist die Sache schon passiert und das wird nicht so schnell wieder weggehen. Und die konservativen Parteien in Europa, sofern es die überhaupt noch gibt, so langsam freue ich mich, dass Labour ein bisschen wieder Boden gewinnt und denen zeigt in Großbritannien, was eine richtige Partei ist, die sich innerlich aufstellt. Labour macht einen total klasse Job im Augenblick, meiner Ansicht nach, in Großbritannien. Es gibt eine wunderbare Sozialdemokratie in Portugal, die ich sehr bewundere. Da ist nicht alles verloren für die Sozialdemokratie. Aber die Kernfrage in Deutschland ist, diese Koalition wird sicherlich nicht wiedergewählt und die nächste Koalition wird von der CDU-CSU angeführt werden, natürlich. Und deshalb muss man sich ziemliche Gedanken machen, dass die über 30% kommen, damit wir eine handlungsfähige Regierung haben in Deutschland. Das ist nur, das sage ich das als Beobachter der Szene. Ich habe keine Feuer bin niemand für die CDU, CSU oder irgend sowas. Ich gehöre einer Partei seit 45 Jahren an, die ich, das sage ich Ihnen lieber nicht, welche Partei das ist. Jetzt sind wir ehrlicherweise schon durch. Wir haben uns hier so wunderbar verplaudert. Und ich hatte das Gefühl, Sie haben unseren Gedanken irgendwie einigermaßen freudig zugehört. Ich bilde mir das jedenfalls ein. Und jetzt habe ich so viel Schlimmes gesagt. Wenn wir jetzt anfangen, da gemeinsam drüber zu reden, kommen wir vor 10 Uhr nicht wieder raus. Ich würde deshalb vorschlagen, und bitte nehmen Sie allen Hass auf mich, den Sie jetzt haben, weil ich das nicht nochmal ermögliche, dass Sie sagen, was ich für einen Unsinn gesagt habe. Weil denn, Sie können es nächste Woche sagen. Dann können Sie sagen, Bude muss endlich mal Auskunft geben, wieso er sich hier für die CDU, CSU und deren kulturkämpferische Töne dieses reaktionären Friedrich Merz ausgesprochen hat. Da will ich gerne eine Antwort darauf geben. Ich glaube, wir belassen es heute dabei. Sind Sie damit einverstanden? Okay, gut. Also, dann...